Lesung. Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute der Autor Guido Lange. Hallo Guido, stell dich doch einfach mal vor. Hallo Emilia. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf bei Meine Lesung. Ich bin Guido Lange, Abenteurer und Autor. Ich entdecke Europa und die Welt zu Fuß, mit dem Rad und auf jede andere erdenkliche Weise. Ich liebe sportliche Bewegung, indem ich 2-3 Mal die Woche durch den Wald laufe oder an Rhein-Lahn und am Mosel entlang. Und mit dem Rennrad meinen Einzugsbereich zu vergrößern und im schnellen Tempo dann eben Ausflugs- und Urlaubsziele zu erfahren, wo manche andere nur mit dem Auto oder mit der Bahn hinkommen würden. Ja, dabei kann ich natürlich herrlich frei sein und im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf eben auch frei bekommen. Und ich erfahre dann immer auch etwas Neues. Für mich sind das alles schon kleine Abenteuer. Beides, der Bewegungsdrang und die Entdeckerfreude, haben mich zu einem Teilzeitabenteurer werden lassen. Und 1-2 Mal im Jahr reise ich regelrecht, und zwar zu Fuß oder eben mit dem Rad in weiter entfernte Gegenden. Ich versuche, meine Destinationen eben auch nicht als Urlaubsländer zu sehen, sondern als Länder mit da wohnenden Menschen zu sehen. Ja, ich strobe mich da nicht aus und verbrauche viele Ressourcen, sondern ich bin zu Gast mit einem möglichst geringen Fußabdruck, aber eben um viele Erfahrungen auch reicher. Ich reiste bisher stets allein auf mich gestellt und das fördert natürlich den Kontakt mit den Einwohnern und auch mit anderen Reisenden. So habe ich dann immer eine Nahaufnahme von allem, was ich sehe. Und es dauert ja dann auch seine Zeit, bis man sein Tagesziel erreicht hat. Und in der Zeit erlebt man halt eine Menge. Neuerdings fotografiere ich auch gerne und bin dabei ganz, ganz erfolgreich, zumindest zunehmend. Und ich kann dann die Bilder in meinen Abenteuerblog einstellen. Und die besten Bilder schaffen es dann natürlich auch in eines meiner Bücher. Und da reflektiere ich dann meine Reisen und schaffe auch für mich selbst so einen gewissen Abschluss unter so ein Abenteuer, eben mit diesem Buch. Ja, das Ergebnis, also das Buch, ist dann immer was Besonderes. Und ich bin dann eben heute auch gespannt, wie die anderen es finden, wenn es dann sozusagen wirklich an der frischen Luft ist bei den LeserInnen. Das hört sich ja schon sehr interessant bei dir an. Du machst ja ganz schön viel. Aber vielleicht verrätst du mir, welches Buch du heute mitgebracht hast. Ich habe heute mein jüngstes Buch dabei, Abenteuer Atlantik, 4000 Kilometer entlang der Westküste Europas. Ich fuhr 2-mal am Atlantik entlang, einmal Rotterdam in Niederlanden nach Brest in die Bretagne und einmal von der Algarve in Portugal nach Brest in die Bretagne. Also einmal von Westen die Küste entlang und einmal von Süden. Und ich fahre dabei jeden Tag über 100 Kilometer mit dem Rennrad und schmalem Gepäck. Und habe andererseits eben genau die Erfahrung aus sportlicher Sicht, also Herausforderung für meinen Körper, die mir ja auch so gut tut. Und es ist sicherlich auch so spannend zu wissen, wenn man das Buch liest, für viele Radfahrer, heutzutage heißen die übrigens Bikepacker, wie das denn nun für mich war. Ja. Und andererseits habe ich eben die Erlebnisse, Begegnungen und Genüsse in den Ländern Portugal, Spanien, Frankreich, Belgien und Niederlande gehabt und erlebt. Und das kommt im Buch eben auch mal mindestens zur Hälfte vor. Das ist dann der Abenteuer- und Reisenaspekt, den man dann eben auch gern liest. Auch wenn man nicht mit dem Rad unterwegs ist, ist das eben wie ein Reiseführer, der erzählt wird. Und da kommt eben eine Menge zusammen auf 4000 Kilometer in 6 Wochen. Also ich bin jetzt sehr neugierig, weil ich habe sowas noch nie gemacht und finde das total spannend, was du da so machst. Magst du gleich mal anfangen mit Lesen? Ja, sehr gern. Das mache ich jetzt. Ich habe als kleine Zusammenfassung diesen Text hier auf der Rückseite des Buches geschrieben. Wenn man jeden Tag mit dem Rad fährt, immer am Meer entlang, dann kommt man sehr weit, auch in 2-3 Wochen Urlaub. So habe auch ich es gemacht. In 2 Reisen die Westküste Europas bereist. Dabei entstand eine Nahaufnahme von Landschaften, Kulturen und den Menschen. Ich fuhr auf herrlichen Radwegen in den Niederlanden oder auf eigentlich verbotenen Route Nationale in Frankreich, durch Tunnel im Baskenland oder durch die Orangenplantagen im Süden Portugals und auch schon mal in eine Sackgasse. Ein Buch für alle, die gern individuell reisen, ob mit dem Rad, dem Boot,
dem Auto oder in Wanderschuhen. Ein Buch für alle, die Radtouren machen oder gern Rennrad fahren. Ein Buch für alle, die sich auf ein Abenteuer vorbereiten oder auf den Camino nach Santiago de Compostela wollen. Mit über 200 farbigen, zumeist seitenfüllenden Bildern. Es ist für alle, die gern eine spannende Reiseerzählung lesen, ohne gleich selbst losfahren zu müssen. Ja, das steht auf dem Buch hinten drauf. Wobei wir ja das gar nicht darauf angewiesen sind. Wir lesen ja einfach Teilstücke aus dem Buch. Und dann seht ihr auch, was innen drin steht oder hört es zumindest. Am besten starten wir in Monte Gordo im Süden Portugals, wo ich an der Algarve entlang fuhr. Und damit geht es los. Mit lieben Lauffreunden verbrachte ich einen Abend in Monte Gordo, das schon die Aura der Vorsaison verspürte. Viele AusdauersportlerInnen trainieren hier vor der Hauptsaison und lassen sich die portugiesische Meeresküche schmecken. Morgens verlor ich wenig Zeit, winkte euphorisch und dann nahm ich die erste volle Etappe nach Lagos in Angriff. Unglaublich, was es mit einem macht, wenn man mal rauskommt aus dem eigenen Komfort, in einer fremden Gegend unterwegs ist und nichts als die Freiheit vor sich hat. Die Algarve ist für seine Strände berühmt, ich aber kam durch das Hinterland, auf kleine enge Straßen durchs Land. Unzählige Dörfer und einzelne Fincas, viele mit viel Grün und exotischen Gärten, boten einen paradiesischen Anblick. So ähnlich muss der Garten Eden aussehen, wie das Land bei Tavira. Uralte Olivenbäume, Obstgärten und Orangenplantagen. Die Orangenbäume haben mich schwer beeindruckt. Wie die Apfelbäume bei uns, hängen sie voll mit Früchten oder sie blühten gerade. Sie sahen aus wie in einem Kinderbuch, eben weil sie so prall behängt waren. Die Plantagen sind eingezäunt und es ist gar nicht so leicht, unbemerkt ein Foto zu machen, auf dem kein Zaun ist. Hunde bewachen die Anpflanzungen. Sie witterten mich auf 3 Meilen Entfernung. Und ich hatte ein Déjà-vu betreffend meiner Erlebnisse in Aserbaidschan bei meinem Abenteuer Transkaukasien. Auch die vielen Gärten und Anwesen, durch die ich auf schmalen Straßen hindurchfuhr, wurden von Hunden bewacht. Aber immerhin, sie waren eingezäunt und deutlich weniger vernachlässigt als die Tiere damals, die mich als Frischfleisch sahen. Zurück auf der Nationalstraße Richtung Küste gab es Verkaufsstände mit allem rund um die Orange. Laranjas Artesanato, riefen die Schilder. In so einer Situation war es eben doch nachteilig, keinen Kofferraum dabei zu haben. Der nächste Tag kam ohne Atlantikküste aus. Dafür ging es die ersten Anstiege hoch. Von 0 auf 200 Meter ist nicht viel, aber wenn man es nicht gewohnt ist, genügt es vollends. Steinerne Gipfel, sanfte Hügel und vom Waldbrand verwüstete Hänge säumten den Weg. Es war kaum Betrieb auf der Straße durch die wildromantische Landschaft und ich bekam mal wieder dauerhafte Glücksgefühle. Unten in Algesur hatte ich mir schon den ersten Kuchen, Kaffee und Orangensaft verdient. Der würde mich nun lange begleiten, dieser unglaublich fruchtige, eher säuerliche, frisch gepresste Orangensaft. Es ist auch ein großartiger Energiespender. Das Schöne nach den Steigungen ist, es geht immer wieder runter. Und wenn die Straße gut und die Bedingungen günstig sind, spricht nichts gegen eine Abfahrt voll Speed. So ging es auch runter zur Brücke über den Rio Mira bei Vila Nova de Milfontes. Das Meer in Form der Mündung war kurz wieder da und ich konnte mich gar nicht satt sehen an diesem imposanten Anblick. Kurz danach ging es wieder auf die Hochfläche. Das Café O Amigo in Brunheiras war zu verlockend, um zu widerstehen. Ein Kleinod in der trägen Nachmittagssonne, wie man es sich nicht einheimischer denken kann. Dominospieler in ihrem Element. Eine Theke mit Kuchen und Kaffee und also eine ganz und gar friedliche Szenerie. Kein Tourist verirrt sich hierher. Und doch hatte ich das geschafft. Für 2 Galao und 3 Kuchen bezahlte ich keine 5 €. Daran sollte ich also nicht sparen. Bei Vila Nova de Santo André säumten eigenartig angesenkte Bäume die Straße. Ich wunderte mich,
Und dann erkannte ich etwas, das wir vor 50 Jahren im Schulunterricht erwähnt hatten. Korkeichen. Die Stämme waren nicht verbrannt, sondern geschält. Das ist das Tolle an so einer Reise in langsamer Geschwindigkeit. Man bekommt alles mit und erkennt auch ohne Google-Handy, was die Welt ausmacht. Die echte Welt. Richtung Norden kam ich wieder dichter an die sandige Küste und die weichen gelblichen Dünen waren locker mit kleingewachsenen Pinien und Gehölzen mit unzähligen kleinen puschengelben Blüten bestanden. Das waren tatsächlich Mimosen. Noch so eine Erkenntnis und wieder eine Pflanze, die ich live noch nie gesehen hatte. Reisen bildet. Allmählich wurde das Land zu einer Spitze in der Bucht von Setúbal, dem Rio Sado, an deren Ende eine Siedlung namens Troja lag. Nicht, dass ich heute auch noch Troja entdeckte. Nein, es war eine auf Hochglanz polierte reiche Leute-Siedlung. Die ganze Halbinsel erschien mir wie eine Art Gated Community. Viele alberne und unpraktische Wege, Radrouten mit Stufen drin und kleinkariertes Granitpflaster. Die, die das gebaut haben, fahren ganz sicher nicht mit dem Rad und erst recht nicht mit einem Rollstuhl. Mir war es egal, solange ich mit der Fähre rüber nach Setúbal kam. Es war gerade eine weg und so musste ich warten und aß an einem Design-Imbiss einen überteuerten Burger und stieg dann auf die nächste Fähre. Nicht ganz, denn ich durfte nicht zusteigen. Ich hatte ein Rad dabei. Ich sagte, hey, ich könne in 3 Minuten das Rad auseinanderbauen und in das Bikesleeve stecken, wie ich es für den ICE und den TGV getan hatte, wie man es für einen Flug machte. Und ich fing währenddessen schon damit an. Es hieß nein, denn darin sei ja immer noch das Rad verpackt. Und Räder dürfe man nun mal nicht mitnehmen. Ich glaubte es nicht. Die Fähre war ausgelegt für über 500 Personen. Wir waren heute nur 13, die sich darauf verliefen. Es blieb dabei. Da sage noch einer etwas vom deutschen Prinzipienreiter auf einem Amtsschimmel oder so. Ich musste ein paar Kilometer zurück und da fuhr dann eine etwas kleinere Fähre, auf die man aber mit dem Rad drauf durfte. Die 3 Stunden in Troja verfestigten in mir die Abneigung gegen so komische Edelurlaubsorte. Alles hat auch sein Gutes. Hier in der Person von Joao. Auch er war mit dem Rad unterwegs gewesen auf der Halbinsel und fuhr nun mit der Fähre zurück in seine Stadt, Setúbal. Er hatte seinen freien Tag und ist, das darf man hier vielleicht doch so sagen, ein typischer Portugiese. Er ist ein total netter Kerl, war hilfsbereit und geduldig mit mir und meiner Fährengeschichte. Ja, habe er auch schon erlebt. Da fahre er nicht mehr hin. Gut so. Er entpuppte sich als Glücksfall, denn ich konnte so gar nicht nach Lissabon fahren. Er erklärte es mir. Ich käme mit dem Rad nicht über die Brücke. Es gäbe eine Fähre, die liege aber blöd und überhaupt. Da, wo sie auf der anderen Seite des Tejo ankäme, wäre es umständlich. Besser wäre es, mit dem Zug von Setúbal eben über diese Brücke nach Lissabon zu fahren. Die berühmte Brücke von Lissabon. Der Ponte de 25. April. Oft verglichen mit der Golden Gate von San Francisco. Ist nur mit dem Auto oder mit dem Zug zu befahren. Da muss aber noch was passieren, um die Verkehrswende perfekt zu machen. Einmal im Jahr darf man dann doch drauf. Zum Lissabon-Halbmarathon. Vielleicht wäre das ja eine gute Gelegenheit, hierher zurückzukehren. Tja, soweit die Ausschnitte aus den ersten Tagen Algarve-Bretagne, wo ich bis vor die Tore von Lissabon kam. Portugal hat mich tief beeindruckt. Ich hatte in 8 Tagen die komplette Küste abgefahren und mich spontan verliebt. Mich wundert das jetzt also gar nicht, dass es alles das stimmt, was man so liest über Portugal. Ich habe ja nun meine eigene Brille, durch die ich das Land mit seinen Menschen sehen kann. Springen wir weiter nach Norden an den Grenzfluss zwischen Portugal und Galizien in Spanien. Denn da kam ich auf echte Berge zu und auf mehr Unbekanntes. Nachdem ich in Valencia noch gut gegessen hatte, kam ich vom spanischen Grenzort Tui her kaum den Berg hoch. Es ging nahe Null auf über 400 Meter gefühlt senkrecht hoch. Meine geplanten Etappen ließen sich anders als in Portugal nicht so einfach nachfahren. Offenbar wurden hier viel kleinere, schlechtere Wege in die Option Rennrad mit einbezogen.
Vielleicht war es aber auch nur ein Vorgeschmack auf die Berge im Norden Spaniens. Vielleicht erlebte ich nun, was es heißt, nicht die vielen Buchten der zerklüfteten Küste zu befahren, wobei es keinen Weg, teils auch keine Straßen da gibt, sondern quer über die Bergketten abkürzen zu wollen. Ich strampelte jedenfalls tapfer, schob teils mein Rad, Gott sei Dank mein leichtes Rad, mit leichtem Gepäck. Mit einem vollbepackten E-Bike wäre ich da nicht hochgekommen. Obwohl, man hätte ja dann einen Motor. Erst nach 8 Stunden Fahrzeit traf ich in Vigo ein und wollte nur noch eins. Eine Dusche, ein Bett und was zu essen. Es war nämlich, Lohn der Mühe, zum Ende hin lange nur noch bergab gegangen und so fror ich mal wieder bei der Ankunft. Das Zimmer war billig, fast fensterlos und äußerst schäbig. Aber bei einem netten Ehepaar. Sie betrieben einen schlecht laufenden Gebrauchtwarenladen, in dessen Nachbarschaft ich mein Rad zwischen allerlei Gerümpel abstellen konnte. Es gab nur eine funktionierende Steckdose und ich baute mit meinem Radwerkzeug den DIN A4 großen Elektroheizkörper ab, um ihn dort einzustecken. Immerhin wurde er dann lauwarm. Ich mochte die beiden Alten, die irgendwie mit ihrem Krempel und der Zimmervermietung über die Runden kommen mussten. Das Zentrum weiter unten in der Stadt bekam ich gar nicht erst zu Gesicht. Gleich am Morgen nach dem Frühstück in einer Art Bio-Oase machte ich mich auf den Weg entlang der Bucht von Vigo. Ich hatte mehrere Hügelketten zu überwinden, um zu meinem sehr prominenten Zielort zu gelangen, Santiago de Compostela. Die Hauptstadt Galiciens ist als Endpunkt des Jakobswegs für Pilger berühmt. Und immer wieder waren nun am Wegesrand, teils im Maxi-Format, diese Muschelzeichen auf blauem Grund zu sehen. Der heilige Jakobus soll dort begraben liegen. Und Wanderer, Radwanderer und Motorisierte sind gleichermaßen angezogen von der Strahlkraft des Heiligen und den alten Mauern. Es regnete weiter, aber nach einer heißen Dusche in meinem diesmal komfortablen Zimmer machte mir das wenig aus. Ich streifte kreuz und quer durch die nur angenehm gefüllten Gassen. Hier konnte ich auf Fotosafari gehen und mal wieder freute ich mich, genau jetzt im März diese Reise angetreten zu haben. Nach Betanzos ging es auch steil hinunter. Die Stadt auf den Fundamenten einer keltischen Siedlung liegt nahe an der Bucht Ria Betanzos und sieht sehr reizvoll aus. Viele Häuser haben vorgebaute Holzbalkone, die hier wohl typisch sind. Der Rio Mandeo mündet hier. Noch einige Male ging es hoch und wieder runter und ich begriff, warum die Gegend so zerklüftet ist, warum sich der Ozean über viele Buchten in das Land und das Land sich über viele Zungen ins Meer schiebt. Es ist ein ständiges Auf und Ab, ein Wechsel von wilder Natur und Wald oben und lieblichen Buchten unten am Atlantik voller Leben und Kultur. Das ist Galizien. In Valdovino kam ich nun das erste Mal wieder ans offene Meer zurück, nachdem ich über ein paar Tage eine kleine westliche Ecke Spaniens abgekürzt hatte. Ich fand das ganz herrlich, wieder auf den Atlantik hinausschauen zu können, die Wellen von draußen hereinlaufen zu sehen. Dieses Auf und Ab würde ich nun viele Tage erleben. Es gab hier keine Weite der Ebene, sondern Felsen, die sich auf Felsen stützten, die im Ozean ihren Grund hatten. An der Ria Vivero gab es eine kleine Haltebucht. Hier rastete um diese Jahreszeit niemand. Dabei war es ein wirklich grandioser Platz, wo man am ehesten das nachempfinden und fotografieren konnte, was ich andauernd sah und empfand. Das war der Moment, auch eine Aufnahme für das Buchcover zu versuchen. Es fand sich niemand und so war ich auf mich allein gestellt. Die Kamera musste entsprechend eingestellt und positioniert werden. Dann wollte ich den Selbstauslöser drücken, zum Rad laufen, schnell aufspringen und radelnd in die Kamera lächeln, die dann auslösen sollte. Das war gar nicht einfach und ich ramponierte mir innerhalb der 30 Versuche das Rad und meine Beine. Hier war wieder Beharrlichkeit gefragt. Ich fror immer mehr und meine Hoffnung, dass doch noch jemand kommen würde, der mich fotografierte, löste sich im Sprühregen auf. Es war der Tourtag 11, mit vielen Höhenmetern, vielen Buchten,
immerhin fast 130 Kilometern, der ein Gefühl von Zufriedenheit und Erfülltheit und alles das geboten hatte, das ich mir erhoffte. In Gijón brauchte ich eine Pause. Die vielen Höhenmeter Tag für Tag auf der Nationalstraße ließen es nicht zu, einfach nur wie eine Maschine weiterzufahren. Es war immerhin Tag 13 und somit schon mehr als die Hälfte der Reise absolviert. Aber ich wollte die Reise nicht absolvieren. Ich wollte bei aller physischen Herausforderung auch den Spaß, den Genuss und die Freude am Neuen nicht zu kurz kommen lassen. Immer wieder boten sich grandiose Aussichten. Die unzähligen Buchten waren tatsächlich unzählige Male spektakulär und natürlich einzigartig. Oben angekommen, machte ich Fotos und ergötzte mich an den aufschäumenden Wellen des Atlantiks, der unter mir lag. Der Werbespruch Asturias Paraíso Natural hat wirklich seine Bewandtnis. So viel Grün, Felsen und Buchten gab es, dass ich schon meinte, es wäre nicht schlimm gewesen, ein paar davon zu überspringen. Aber das ging natürlich nicht. Gijón als Stadt ist keine Schönheit. Jedenfalls erblickte ich sie nicht. Später am idyllischen Sporthafen mit dem Sida-Monument war ich zwar beeindruckt von den vielen Booten, aber vorher gab es eigentlich nur breite Straßen mit schmucklosen Häusern. An die Fensterfront eines Restaurants lehnte ich mein Rad und war irritiert, wie mich der Wirt von drinnen unverwandt ansah, während er mit ausgestrecktem Arm von oben Sida in ein Glas goss, das sich mehr als einen Meter tiefer unter ihm befand. Das musste unweigerlich daneben gehen, ging es aber nicht. Denn dieses Einschenken mit entsprechender Freisetzung von Kohlensäure ist offenbar Teil der Kultur hier in Gijón. Alle Leute tranken Sida, der immer nur schluckweise nachgeschenkt wurde, weshalb man fortwährend die Wirte dabei beobachten konnte. Ein herrliches Schauspiel. Später in Villa Viciosa kam ich sogar in einer schönen traditionellen Fabrik vorbei. El Gaitero Sidra Champagne. Was ich nicht sah, waren entsprechende Plantagen zum Obstanbau. Vielleicht kommt das viele Obst mehr aus dem Landesinneren, mit milderem, ausgeglichenerem Klima. Nach den vielen gewundenen Bergstraßen ging es ab Villa Viciosa ziemlich konsequent am Meer entlang. Und da gab es natürlich das eine oder andere Naturschauspiel. Ich war inzwischen in Kantabrien. Die kalkigen Felsen wiesen zahlreiche Durchlässe für die brausenden Wassermassen auf. Und beim Aufprall einer neuen Welle blies die Gischt dann durch die Öffnungen nach oben ab, wie ein Stier durch seine Nüstern. Ich investierte einiges, um das zu fotografieren. Aber so richtig gelang es mir nicht. Denn wozu gibt es Murphys Gesetz? Nach einer kleinen Ewigkeit packt man den Fotoapparat ein, steigt auf, sieht ein letztes Mal zurück und dann kommt sie. Die perfekte Welle. So ergeht es sicherlich auch den Surfern, die im Wasser darauf warten. Ja, da hast du ja eine ganze Menge erlebt. Wollen wir mal über die Orte sprechen, die du so bereist hast, von denen du ja gerade auch schon ein bisschen vorgelesen hast. Vielleicht magst du einfach ein bisschen was dazu erzählen. Ja, ich habe tatsächlich das so erlebt, was ich vorher mir so erträumt hatte. Und selbst diese vielen Höhenmeter, die waren mir ja vorher bewusst. Bei der Planung hatte ich ja schon mal pro forma die Kilometer zusammengerechnet und so weiter, was da auf mich zukommt. Aber es ist nochmal was anderes, das wirklich zu erleben und zu sehen. Also es war herausfordernd, aber es war zu schaffen. Es war nicht unmöglich. Also genau die richtige Dosis eigentlich für das, was ich vorhin sagte, Bewegung und Abenteuer. Also man kann die vielen Begegnungen nicht in diesen kurzen Auszügen wiedergeben. Ja, mir fällt auch beim Lesen auf, es kommen gar nicht so viele Menschen vor. In Wirklichkeit gibt es natürlich jeden Tag, um was davon zu berichten. Und schon gar nicht eben die Bilder. Aber dafür gibt es ja das Buch, dass man die Bilder im Buch hat. Tja, also die Atlantikküste. Ich war ja früher im Abenteuer Baltikum auch am Wasser entlang gelaufen, von Stralsund nach Tallinn. Und dann hatte ich eben schon gemerkt, wie gut es ist, am Wasser lang zu reisen auch. Also es ist dann immer irgendwie frischer Wind, schönes Wetter, die Wolken ziehen schnell weg und so weiter. Und deswegen habe ich mir das so überlegt, dass ich das hier auch wieder machen würde.
Und die Orientierung ist leicht. Also links ist der Ozean, rechts sind die Berge, ja. Also wenn der Ozean rechts ist, dann stimmt was nicht. Also, ja, und der Atlantik ist eben ein richtiges Meer, also mit richtigen Naturgewalten und hohen Wellen. Und das, mit denen die Menschen auch zurechtkommen müssen. Und das wollte ich mir auf jeden Fall ansehen. Ja, und ich bin ja zweimal in die Bretagne gefahren. Die Bretagne selber spielt auch eine große Rolle. Weil ich hatte damals im Abenteuer Baltikum mir diese Bretagne-Krimis runtergeladen und hatte die auch gelesen, während ich dort fuhr. Und jetzt wollte ich halt unbedingt mal dahin, wollte das alles mit eigenen Augen sehen. Also dieser Kommissar, der spielt ja in jeder Folge in der Bretagne in einem anderen Teil der Bretagne und ermittelt dort. Und ich wollte halt diesen Zauber der Bretagne sehen. Und deswegen habe ich mich auf diese Atlantikroute überhaupt gemacht, eben zweimal. Magst du gleich mal weiterlesen? Ja, das ist eine gute Idee. Ich lese noch ein Stück. Ich möchte springen nach San Sebastian im Baskenland, das sich aus einem Teil Spaniens und einem Teil Frankreichs zusammensetzt. Und hier ist es eben so, die Situation, immer wenn man in eine größere Stadt hineinfährt, dann ist es mit dem Rad so, dass man, es gibt viele Straßen, aber nur wenige, wo man mit dem Rad eben reinfahren darf. Und diese Navigationsfrage, die ergibt sich immer so ein bisschen, weil man nicht weiß, wo darf man fahren und wie kommt man am besten hinein. Und auf der Suche nach dem richtigen Weg, kurz vor San Sebastian, da steigen wir jetzt ein. Die nächste Stadt war San Sebastian, die heimliche Hauptstadt des Baskenlandes. Doch die passende Route in die Stadt fand sich nicht. Mehrfach musste ich mein Handy befragen, denn Straßen gab es genug, aber nicht fürs Rad. Dann sah ich Martha, eine Intensivschwester, die jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit und wieder nach Hause fährt. Sie hatte Beine wie Draht und fuhr in hohem Tempo. Für diese Gegend ist so eine Alltagsradlerin eher untypisch. In den Niederlanden sieht man sie viel öfter. Ich fragte sie in voller Fahrt, ob sie unterwegs sei im Stadtzentrum. Centro Urbanico? Sie nickte und bedeutete aber trotzdem, dass wir kurz anhalten sollten. Sie konnte, wie viele Menschen hier, ganz gut Französisch und ich war froh, mich endlich wieder besser verständigen zu können. Denn das Baskisch hatte es noch komplizierter für mich gemacht als vorher schon Portugiesisch und Spanisch. Sie fuhr voraus in ihrem kompromisslosen Stil und immer wieder, wenn wir irgendwo warten mussten, sprachen wir weiter. Das gefiel mir und so ging es bis zum ersten Strand. Dort hielten wir. Es gibt dann noch den zweiten Strand, direkt an der Promenade und noch einen dritten auf der anderen Seite der Stadt. Sie erklärte mir alles und musste aber dann nach Hause. Ihr Mann wartete wohl und sie sagte, er sei krank. Na, hoffentlich keine Männergrippe. An der Promenade war es brechend voll. Ich blieb noch kurz, um die Atmosphäre aufzusaugen, denn später hätte ich wahrscheinlich mal wieder keine Kraft mehr dafür, um nochmal viel herumzulaufen. Alte, junge, gläubige und ungläubige Menschen aller Couleur tummelten und vergnügten sich hier. Natürlich durfte wie überall das Belle Époque-Karussell nicht fehlen. Touristen, Einheimische, Sportler und Genussmenschen machten das, was nur über die Promenade geht. Flanieren. Ich schlief ein mit einer kleinen Portion Wehmut. Andern Tags würde ich nach kurzer Fahrt nach Frankreich kommen. Denn der Anfang von etwas Neuem hat doch immer sein Geschwisterchen dabei. Das Ende des bisherigen. Und die Grenze war nur 20 Kilometer entfernt. Immerhin, das Baskenland versteht sich grenzüberschreitend. Ein seltener Fall auf der Welt. In Saint-Jean-de-Luz machte ich eine meiner gewohnten Kaffeepausen. Zwei Kaffee und zwei Stück Kuchen gab es nicht mehr für 6 Euro wie in Portugal, nicht mehr für 9 Euro wie in Spanien, sondern gar nicht mehr. Es ist witzig in Frankreich. Im Café gibt es Kaffee, aber keinen Kuchen. Beim Bäcker gibt es Kuchen, aber keinen Kaffee. Und wenn man auf die Toilette muss, kann es sein, dass beide keine Möglichkeit dazu haben. Meine 3 Grundbedürfnisse musste ich also ab sofort aufteilen. Den Kuchen für 6 Euro nahm ich mit ins Café, trank dort 2 Espressi für nochmal 6 Kaffee und Toilette, naja, darüber ist Schweigen. Später erinnerte ich mich an meine Tour Rotterdam-Bretagne aus dem Vorjahr. Man muss eine Boulangerie artisanal finden. Die haben meistens Kaffee und Kuchen und noch manch anderes Essbares und auch einen WC. Biarritz liegt landschaftlich sehr schön am Meer, mit vielen vorgelagerten Felsen.
Buchten und so weiter. Aber an Land ist es ziemlich schlimm. In der Peripherie ist alles zugebaut mit Feriensitzen der Wohlhabenden, mit unzähligen Sackgassen. In der Stadt selbst quälen sich teure Autos durch winzige Straßen und der Verkehr musste schon in der Vorsaison durch die Gendarmerie geregelt werden. An Radfahren ist da kaum zu denken. Das Radfahren scheint etwas für Arme zu sein, wenn man mal von ein paar gut ausgerüsteten Rennsportlern absieht. Immerhin gab es ein Eis, das überraschend günstig war. Und dann fuhr ich weiter bis nach Cap Breton. Das bretonische Cap ist objektiv betrachtet nun auch nicht gerade ein Kleinod, aber vor 22 Jahren war ich mal hier und hatte immer eine innere leise Sehnsucht nach diesem Ort mit mir herumgeschleppt. Ein bezahlbares Zimmer mit guter Ausstattung, ein perfekter Sonnenuntergang und ein Platz im Strandrestaurant direkt am Meer waren mein Lohn, mich abseits von Biarritz niedergelassen zu haben. Hier so zu sitzen, ein zweites Bier zu bestellen und auf den immer noch ruhiger werdenden Atlantik zu sehen, mit einem Segelboot in der Ferne und Wellen, die nicht größer als in einer Pfütze. Das war grandios. Das Département Les Landes ist bekannt für seine Pinienwälder. Napoleon soll sie einst gepflanzt haben. Das ist natürlich Quatsch. Wahrscheinlich hat er in seinem Leben keinen einzigen Baum gepflanzt, nicht mal eine Hacke in der Hand gehabt haben. So einer braucht nur die Finger aus der Knopfleiste zu ziehen und damit zu schnippen. Dann setzen sich seine Untertanen in Bewegung. Was hätten sie auch tun sollen? Durch diese Wälder ziehen sich nur gerade Straßen und sogar ein Radweg. Radwege gibt es in Frankreich eigentlich nicht, aber hier eben doch. Der Wald war kein dunkler, dichter Tann wie bei Rotkäppchen, aber er spendete doch Schatten. Er warf ein schönes Licht, oben grün und unten noch hellbraun, durch vom Winter ausgeblichenes Farnkraut. Nach dem Becken von Arcachon ging es genauso flott weiter. Diesmal kam ich in einen Birkenbestand, der noch vom Frühling unberührt schien. Aber das stimmte nicht. Von nahem konnte man die aufbrechenden Blütenstände sehen. Von weitem zeigten sich nur weiße Rinde und hellbraunes Vorjahresgras. Die Gegend war zwar sumpfig, aber ich blieb auf der zu dieser Zeit wenig befahrenen Straße bis nach Lacanau. Noch so ein Ort, den ich mir von damals gemerkt hatte. Hier hatte ich mit meinem Sohn Station gemacht auf dem Weg zum Jonglieren. Damals gab es ein Straßenfest mit auf Stelzen herumwirbelnden Kindern und abends mit einer Menge Brettspiele im Zentrum. Was ich nicht in Erinnerung hatte, Lacanau gibt es zweimal, Lacanauville und Lacanau-Ossillon. Immerhin 14 Kilometer trennen beide Ortsteile. Unterwegs fragte ich mehrmals Leute, ob es da irgendwie einen Weg oder eine Straße entlang des Ozeans weiter nach Norden gäbe. Denn ich konnte mir das alles nicht anders vorstellen, als dass es eine Alternative gäbe, als weit außen herum, um den Lac de Hurotin et Carcon zu fahren. Die Antworten waren inhaltlich diametral entgegengesetzt und etwa gleich verteilt. Von ja, gibt es, bis nein, gibt es auf keinen Fall. Ich war nahe der Verzweiflung, als ich von Sackgasse zu Sackgasse in diesen von noblen Domizilen zersiedelten Gegend herumirrte. Hier konnte ich auch niemanden fragen, denn hier waren nur Arbeiter aus Osteuropa im Dienst, die die Grundstücke auf Vordermann brachten. Dann gab es doch einen schönen, glatten Radweg, der nach 1,7 Kilometern aber jäh endete. Es war vielleicht nicht so schlimm, hier herumzuirren, wenn sich nicht irgendwann der Tag auch dem Ende zuneigte. Aber das würde passieren. Ein Mädel mit Rollschuhen in Pankerkluft saß auf einer Bank in diesem Nichts. Ich musste sie aus ihren Tagträumen wecken, in die sie mit dicken Kopfhörern versunken war. Sie sagte, ja, da gibt es einen Weg, gleich hinter dieser Baumgruppe. Ich war kurz beflügelt, aber dieser Weg, das war eine ziemliche Tortur. Mein Rad litt und ich mit ihm. Nach weiteren 10 Kilometern kam ich an einen scheinbar von der Außenwelt abgeschnittenen Ferienort. Nicht, dass die Bungalows aussahen wie bei The Walking Dead, aber in Google war hier keine Straße verzeichnet. So natürlich auch nicht der Weg, den ich gekommen war und keiner nach Norden, den ich irgendwie finden wollte. Notfalls müsste ich mich doch auf dem Sommerweg nach Maubisson durchschlagen und dann außen rumfahren.
nachdem ja ein Radler von dieser Odyssee in Lacanoville von Norden her kommend den Weg spielend gefunden hatte und ihn mir beschrieb, hatte ich nun meine Probleme eben, den aus dem Süden kommend zu finden. Das alles war wenig erquicklich, aber ich wurde gerettet. Monique und Didier aus Bordeaux kannten denselben Weg. Ich war happy. Es gab ihn doch. Ich hatte mich nicht verhört zuvor. Sie sagten, es sei eine richtig gute Asphaltstraße. Möchte man nicht, dass sie benutzt würde. In der Hochsaison sei sie sogar gesperrt und es würde teuer, dagegen zu verstoßen. Aber jetzt sei es kein Problem. Puh, das war ganz schön knapp gewesen. Ich würde es zwar nun nicht mehr bis zur Gironde-Mündung schaffen, aber über Autun nach Olivet, Les Bains, das müsste gehen. Tja, also es gab immer wieder diese in der heutigen modernen Zeit mit Navis gar nicht vorstellbaren und unwirklich erscheinenden Irrungen bei der Wegfindung. Aber man sieht, es gibt tatsächlich Straßen, die nirgends verzeichnet sind. Und wer weiß, wie das zusammenhängt. Tja, und ich habe dann eben bin zum Teil nach regionalen Radwegeplänen gefahren oder eben nach Empfehlungen der Menschen vor Ort. Und manchmal denkt man dann doch, man hätte sich verhört. Also das hat dann geklappt. Kommen wir nun in die Bretagne von Süden her, wo ich bei hervorragendem Wetter langsam ein bisschen kürzer treten konnte, was die Kilometer anging. Denn ich hatte mir einen kleinen Vorsprung herausgefahren und musste nicht mehr maximale Distanzen jeden Tag. Und wir sind nun schon in der Bretagne, wenn ich jetzt wieder anfange. Nach kurzer Fahrt kam ich nun ein drittes Mal über die Vilaine nach Nordwesten. Und es gab einen Weg, mal links, mal rechts, der Route Nationale Nantes-Brest, auf der ich selbst nicht fahren durfte. Mitten im staubigen Nichts ging mein Vorderrad platt. Und ich sah, dass es nicht einfach ein Dorn oder eine Scherbe war. Der Reifen war auf der Lauffläche ein Stück aufgerissen. Und bevor die Luft entwich, wölbte sich der Schlauch nach außen. Das war nicht gut. Hier in La Trinité-sur-Sur gab es lediglich einen Tabak. Und ich fragte freundlich, ob sie jemanden für mein Problem kannten. Das war nicht der Fall. Aber am Tresen staubten ein paar Visitenkarten herum, die den Schlüssel enthielten. Maxime vom Le Vélo de Ven. Sein Ladengeschäft war zwar woanders und es ging auch nur sein Respondeur Automatique dran, aber er rief zurück und machte sich umgehend auf den Weg. Innerhalb von 50 Minuten stand ich mit nagelneuer Michelin-Bereifung und frisch geölter Kette wieder auf der Straße, an einem Samstagnachmittag, an dem es keinen besseren Menschen für mich gab. Verspätet kam ich nach Vannes, eine Stadt wie eine Puppenstube. Fachwerk, mächtige Stadttore aus der Steinzeit. Sorry, liebe Historiker. Und Gässchen, Sträßchen, Durchgänge. In Vannes hatte ich eigentlich übernachten wollen. Und die Versuchung war schon da, nach 50 Kilometern Schluss zu machen für heute. Es meldete sich seit Tagen das linke Knie. Irgendwie hatte ich es in den rauen Bergen Nordspaniens ruiniert. Und jetzt kam bei langen Strecken ein leiser Schmerz zum Vorschein. Ich tummelte mich durch die Stadt, um dann aber nach Lorient aufzubrechen. Vielleicht war es ja da genauso schön. Die Stadt ist etwa gleich groß und sie war auch nur 50 Kilometer entfernt. In Frankreich konnte ich wieder mehr nach meiner Routenplanung fahren, ähnlich wie in Portugal. Aber nun kam es anders. Drei Musketiere auf Rädern überholten mich. Zwei zischten vorbei, aber Martin bremste etwas. Er befragte mich, woher, wohin und nach dem schmalen Gepäck. Die anderen beiden, Ben und Aurélien, nahmen Rücksicht. Und die drei hatten sich dann in den Kopf gesetzt, mich nach Lorient zu bringen. Denn sie kannten den besten Weg. Es wurde eine tolle, ziemlich schnelle Fahrt. Ich wollte keine Schwäche zeigen und sie beteuerten, ich sei kein Klotz am Bein. Sie stammen von hier, waren Schulfreunde, bevor sie über ganz Frankreich zerstreut hatte. Nun trafen sie sich an den Wochenenden und fuhren herum. Sie waren an dem Tag schon auf Quiberon und kamen insgesamt auf 160 Kilometer. Wir machten ein Foto, lachten und klopften uns auf die Schulter. Bon courage! Lorient ist keineswegs so wie Vannes. Es ist das Gegenteil.
Kaum ein altes Haus hatten die alliierten Bomber mehr stehen lassen, als sich der Krieg gegen Deutschland drehte, das hier einen strategischen U-Boot-Hafen betrieben hatte. Die Stadt ist durch und durch modern und fröhlich, wenn auch nicht typisch bretonisch. Die Brücke über die La Laitra bildete die Grenze zum Département Finistère, den Nordwestzipfel Frankreichs, für viele die eigentliche Bretagne. Weit unten paddelte eine Reisende und ich musste kurz innehalten, um diesen Übertritt zu würdigen. Es war nicht mehr weit bis nach Brest. Während ich schon am nächsten breiten Fluss Le Vellon dahin radelte, weckte ein pfeilschnelles Paar mein Interesse. Denise und Pascal. Sie waren hier aus der Gegend, machten eine Sonntagstour nach Pont-d'Avent. Und das kannte ich irgendwoher. Genau, das war der Tatort von bretonischen Verhältnissen. Beide wollten zu einer Fotoausstellung und zwangen mich förmlich, nicht meine Route zu fahren, sondern mit ihnen zu kommen. Abwechselnd erzählte sie mal von dem außergewöhnlichen Künstlerort Pont-d'Avent, von der Geschichte mit zahlreichen Schülern und Paul Gauguin und dann wieder eher von Kaolin-Vorkommen und einer einst florierenden Konservenindustrie. Sie kannten auch Jean-Luc Banalec, das ist ein Pseudonym. Der wohne hier in der Nähe. Das ist der einst kölsche, jetzt bretonische Krimi-Autor von Kommissar Georges Dupin, der von der Pariser Polizei in die Bretagne strafversetzt worden war und hier seitdem ermittelt. Seine Bücher hatten einst die Sehnsucht zur Bretagne in mir ausgelöst. Bei meinem Abenteuer Baltikum war ich auf diese Bücher gekommen und hatte allesamt verschlungen. Nun saß ich auf der Terrasse des Hotel Les Mimosas. Das ist im Krimi das Hotel Central. Und so war ich also auf den Spuren des Kommissars. Deswegen musste ich als nächstes auch unbedingt nach Concarneau, denn dort im L'Admiral trank er immer seinen Kaffee und ließ sich meist zu später Stunde noch was kochen. Es war sein zweites Zuhause. Die nächste Station war dann Quimper, das liegt im Binnenland. Hier befand sich immer der Chef von Dupin, Präfekt Locke Maria Kea, ein so richtig typisch bretonischer Name. Ich konnte mir leisten, dort nach 80 Kilometern schon Feierabend zu machen, denn die Schlussetappe nach Brest würde ich morgen locker schaffen. Quimper hat sehr viele Fachwerkhäuser, einen malerischen Marktplatz und eine Kathedrale mit enormen Ausmaßen. Eine verrückte Musikgruppe spielte wie zur Begrüßung und die wurde begeistert umringt. Nach Hotelsuche und Duschen ließ ich mich dort nieder und aß eine ganze große Käseplatte allein. Ich brauchte 3 Bier zum Runterspülen. So langsam merkte ich, dass ich eine größere Pause brauchte. Die Kräfte reichten aus, aber auch nicht viel weiter als bis Brest. Wir springen nun noch schnell zur Ankunft in Brest, was ja meine zweite Ankunft da war, denn ich kam ja ein Jahr zuvor dort schon mal an im aus Rotterdam. Die Einfahrt nach Brest war ganz anders als ein Jahr zuvor, als ich aus Rotterdam dort ankam. Okay, ich kam von Südosten und damals kam ich vom Westen in die Stadt. Aber ich hatte auch ein ganz anderes Gefühl dabei, ein besseres. Das Wetter heiterte auf und ich fuhr einige Kilometer direkt am Wasser entlang, durch die Vororte, vorbei an einem Yachthafen und den massiven Festungsbauten aus dem Mittelalter. Mir erschien Brest dieses Mal viel schöner und freundlicher, obwohl es auch hier kaum eine Altstadt gibt. Im Hotel Vauban empfing mich dieselbe zackige Empfangsdame wie im letzten Jahr, erkannte mich aber nicht wieder. Auch den Fehler, mein Fahrrad zu erwähnen, machte ich kein zweites Mal, sondern schob es einfach auf die noch nicht in Betrieb befindliche Restaurantterrasse. Später verpackte ich es für die Zugreise, zu der ich in aller Herrgottsfrühe aufbrechen würde. Der schönste Ort abseits des Wassers in Brest war für mich die Ambassade Bretonne, eine Galeterie mit Cidre aus der Tasse, wie es sich gehört in der Bretagne. Erzähl doch bitte mal ein bisschen was über deine Reiselust bzw. Abenteuerlust, die du ja zum größten Teil mit deinem Fahrrad, du bist ja mehr mit dem Fahrrad unterwegs als zu Fuß, habe ich jetzt zumindest rausgehört. Ja, das war jetzt beim Atlantik-Abenteuer war das so.
Ich hätte das sonst ja nicht schaffen können. Ich hatte begonnen mit diesen Abenteurerreisen, als ich 2017 gelaufen bin, eben von Stralsund nach Tallinn. Da hatte ich die Zeit, da hatte ich ein Sabbatical bekommen. Und das ist natürlich relativ gut dann. Und wenn man ganz viel Zeit hat, denn es klingt zwar sehr extrem, aber dann schafft man sowas auch. Nur wenn man jetzt Urlaub hat, wie jeder andere auch, dann hat man halt nur 3-4 Wochen im Jahr, wo man so ein Abenteuer macht. Wenn man dann vielleicht noch einen Kurzurlaub mit seiner Frau machen möchte oder so. Und deswegen ist es so, dass ich jetzt mit dem Fahrrad fahre und ich komme halt weiter damit. Ja, kann die Küste eben komplett abfahren. Und es war nicht ganz sicher, ob ich das schaffen würde. Also wie gesagt, sportlich war das herausfordernd. Aber es ist natürlich schön, genau den Lückenschluss geschafft zu haben, im selben Hotel, im selben Zimmer wieder anzukommen. Und die Abenteuerlust ist seit damals, seit 2017, seit dem Abenteuer Baltikum, ist die ungebrochen. Und ich hatte damals auch einen Reiseblog geschrieben. Und die Leute sagten dann, Mensch, du schreibst so toll und was eben nächsten Tag die neue Geschichte und dann mach doch da ein Buch oder so. Und ich sagte, ja, so ein Buch, das macht sich nicht so einfach. Also ein Buch ist was ganz Schwieriges so. Und das stimmt auch. Also ein Buch ist wirklich nicht ganz einfach. Aber es war halt geweckt. Und ich hatte dann begonnen zu schreiben, habe dann eine zweite Reise gemacht nach Transkaukasien. Auch zu Fuß. Da bin ich nur leider wegen der Hunde dann irgendwann gestoppt worden und musste dann doch anderweitig weiterreisen. Und dann erst habe ich eigentlich über die erste das Buch gemacht. Und jetzt, diese Reise war tatsächlich so, dass ich sie von vornherein schon so gedacht habe, oh ja, das schreibe ich alles schön in mein Buch hinein, mache die Fotos auch passend entsprechend. Und insofern ist also jetzt dieses Abenteurerleben, was ich also nur in der Saison so machen kann, hat sich so ergeben und ich kann da auch nicht von lassen, solange wie ich körperlich nicht in der Lage ist, mache ich das. Aber für mich beginnen ja Abenteuer auch schon vor der Haustür. Also wenn ich, sag mal, nur zur Arbeit fahre, runter in die Stadt, 20 Kilometer, dann kann mir auch schon einiges passieren mit dem Fahrrad, weil ich werde halt überholt von Autos und übertrete die eine oder andere Rotlicht dabei und dann ist man sofort im Abenteuer. Also das kribbelt natürlich direkt, ist klar, ne? Was nimmst du daraus mit? Was bleibt von deiner Reise? Tja, was bleibt von meiner Reise? Also ich habe sogar im Buch dann, also in allen drei Büchern eigentlich immer das Kapitel, was bleibt? Weil das ist natürlich eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Und es bleibt als allererstes das Selbstvertrauen. Also Selbstbewusstsein habe ich genug, aber Selbstvertrauen ist ja so eine Sache. Man plant etwas. Denkt, das wird schon klappen und dann macht man das. Und wenn es nicht genauso hinhaut, das hat es auch gegeben, dann kommt man trotzdem klar. Also es ist draußen nicht so gefährlich, wie man oft annimmt. Es ist nicht gefährlich draußen. Und zweitens, man weiß, dass man mit einigermaßen Überlegung auch durchkommt. Und wenn man das weiß, dann ist man ja sehr, sehr selbst, selbstsicher. Und diese Selbstsicherheit ist, glaube ich, das allergrößte Gut überhaupt. Das Zweite ist natürlich eine gewisse Zufriedenheit, wenn man zurückkommt nach Hause, setzt sich in seinem Büro, trinkt eine Tasse Kaffee und findet das einfach ganz wunderbar. Etwas, was einem ja vorher auch anödet, das kommt durch diese Abenteuer. Man ist dann nachher so zufrieden, auch mit einfachen Dingen, weil man hat enthaltsame Phasen, man hat aber auch Genussphasen auf seinen Reisen und die Abwechslung, die bringt natürlich viel mehr Genuss. Also es sitzt sich viel schöner zwischen den anderen im Café in der Sonne, wenn man vorher eine gewisse Strapaze gemacht hat. Das kommt also auch dazu. Ja, und dann ist es natürlich so, man lernt Europa kennen. Man weiß, dass es überall nette, tolle Menschen gibt, und zwar die allermeisten. Und dann hat man richtig was von Europa. Also wenn jemand jetzt, ich sag mal, mittellos in einer kleinen Wohnung sitzt, die er eigentlich nicht mal selbst bezahlen kann, die das Amt für ihn bezahlt, dann kann der auch Europa gar nicht benutzen. Das ist total traurig. Dann kann der gar nicht teilnehmen an diesem Europa, wo man überall hin kann. Also ich bin ja Ossi und ich habe gedacht, ich muss warten bis zur Rente, bis ich nach Frankreich kann. Weil dann wollte der Osten einen am liebsten loswerden. So, weil man dann ja plötzlich Geld kostet der Gesellschaft. Und ich kann reisen, ich kann mich aber auch verständigen, ich kann auch ausprobieren. Ich habe auch Sachen ausprobiert, die immer mal nicht klappen. Also man sieht irgendwas und denkt, oh, das sieht aber lecker aus, und isst man das und stellt fest, das ist total glitschiges Meeresgetier, das ist super eklig, das kann man gar nicht essen. Aber das ist total witzig, davon geht die Welt nicht runter.
Also Selbstvertrauen hat man. Man hat eine gewisse Gelassenheit gegenüber allen möglichen Dingen im Alltag. Und dann ist es auch so, dass ich ganz konkrete Dinge mitbringe. Ja, ich habe irgendwo ein Taschenmesser gefunden, ein ganz kleines Schnitzmesser unterwegs in nirgendwo. Oder ein Dominostein. Das hat mich dann an diese Dominospieler erinnert, dann Bud Heilras, die voller Inbrunst Sonntagnachmittag Domino gespielt haben. Und so ist es jedes Mal irgendwas, wo ich denke, ja, das werde ich vielleicht mal ausprobieren. Also ich will mir zum Beispiel einen Orangenbaum irgendwie pflanzen. Und ich weiß, das ist schwierig und kompliziert, aber das würde ich am liebsten machen, weil mich hat das völlig, völlig frappiert. Das ist jetzt das vom letzten Abenteuer, das, was ich mitgenommen habe, als ganz konkreten Punkt. Ja, ja, und das Buch ist sorgfältig geschrieben. Ich habe in meinem Blog dann immer nachgelesen. Wo war das nochmal genau? War das ein Audi 80? War das ein Audi 100? Oder was war das für ein Auto? Um das alles genauso reinzuschreiben in dieses Buch. Wie hieß die Person nochmal genau? Wohin war der genau unterwegs? Damit alles wirklich stimmt. Und dann kann man das wie so eine Art Reiseführer fast nehmen. Also wie gesagt, die vielen großen Bilder, man blättert da durch und kommt nach und nach die Küste entlang und sagt, ah ja, da war ich auch schon. Oder aber da will ich unbedingt mal hin. Ich habe mich auch ein Stückchen mit dem Buchschreiben therapiert aus der Arbeitslosigkeit. Ich hatte damit jetzt keine großen Probleme, aber man fragt sich schon, bin ich noch zu irgendwas gut? Und wenn man dann seinen kleinen Verlag gründet und schreibt seine Bücher und macht erneut Reisen im Rahmen des Möglichen, das sind ja keine Luxusreisen, dann bereichert einen das ungemein. Lass uns mal über die Entstehung von deinem Buch sprechen. Wie kam es dazu, dass du genau darüber im Buch schreiben wolltest? Ja, ich habe einen Reiseblog, abenteuerbaltikum.com. Das ist anlässlich des ersten Abenteuers ist das entstanden. Und das waren 107 Tage. Und ich habe vorher gesagt, ich schreibe da rein, da muss ich nicht jeden Einzelnen benachrichtigen, wie geht's dir? Und für mich war das ja auch eine große Sache damals, das erste Mal loszuziehen, war ja wirklich auch noch größer als alles andere. Das war ja auch eine Weitreise. Und man ist dann so, nach dem Frühstück kann man zwar mit dem Fahrrad losfahren in der Pension, man kann aber nicht loslaufen, wenn man läuft. Das heißt, ich habe dann mein Buch geschrieben, habe vereinbart, ich laufe ein bisschen später los, ich komme ein bisschen später aus dem Zimmer raus, habe den Beitrag geschrieben und viele haben das erst anderen Tags gelesen. Also die hatten teilweise 2 Tage Versatz von dem Erlebten, bis es bei ihnen ankam. Und dann gab es irgendwann nach, ich sag mal, 50 Tagen, ich war irgendwo in Lettland, in und hatte kein Handyempfang und dann hatten die angefangen zu mosern. Was ist denn los? Wieso kommen denn keine Beiträge? Da waren die schon abhängig, die Leute von dem Blog. So, und dann habe ich gesagt, ja, das liegt am Internet, aber ich hole alles nach. Es kommt. Ja, und irgendwann nach 106 Tagen waren Leute dabei, die sagten, was mache ich denn jetzt? Du fährst morgen nach Hause von Helsinki mit der Fähre, ja, und dann was ist dann? Ich sage, ja, das tut mir jetzt auch leid, aber ich gehe dann erstmal wieder zur Arbeit. Also, was soll ich auch machen? Und ja, mach doch mal ein Buch und so. Und dann habe ich mich tatsächlich dran gegeben, habe geschrieben und habe dann gedacht, das ist wahrscheinlich nicht gut genug. Und nach meiner zweiten Reise habe ich das Buch von der ersten Reise, den Text, den ich hatte, ich dreiviertel fertig, nochmal gelesen und dachte, nee, das ist eigentlich ganz okay, der Text ist echt gut. Ja, und dann fängt das Schreiben, ging mir ganz gut von der Hand. Das wusste ich ja nicht. Man weiß ja nicht, ob man sowas kann. Also das ist irgendwie ja, ein bisschen unheimlich, wenn man da vor sich hin tippt und denkt, naja, interessiert das überhaupt jemanden? Und dann kommen halt die vielen Bilder und dann muss das alles passen, dann wird das lektoriert. Das ist dann wirklich nochmal eine richtig große Geschichte. Also das zu machen, wie ich eben schon sagte, die Orte, das muss alles genau stimmen. Ich möchte, dass es genauso auch wirklich wiedergegeben wird. Und man hat aber so eine gewisse Einordnung. Wenn man ein paar Monate später ist, berichtet man nicht mehr jeden kleinen Zipfel, der vielleicht unbedeutend war. Man hat dann auch so eine gewisse so einen gewissen Faktor, man räumt alles ein bisschen auf in sich. Das Buch räumt mich auch ein bisschen auf. Und die 200 Bilder, die jetzt drin sind in dem letzten Abenteuer Atlantik, das sind dann die, die bleiben. Während die anderen 2000 Bilder, die hat man zwar, aber die braucht man dann nicht mehr. Also man hat dann wirklich für sich einen Strich geschafft. Und das ist natürlich super. Also das, wie soll ich sagen, das ist für selbst einen auch eine große Befriedigung, das dann zu machen. Ja. Würde ich sagen, also das ist der Werdegang, wie es dann zu diesen Büchern kam oder zu diesem Buch. Und weil ich auf mich gestellt sein wollte und wollte auch alles selbst entscheiden, habe ich es auch in einem kleinen eigenen Verlag gemacht und nicht in fremde Hände, in viele Dienstleister gegeben, sondern habe bis auf den Druck selbst, habe ich alles selbst gemacht. Wenn du schreibst, wo schreibst du? Hast du
einen bestimmten Ort oder gibt es eine bestimmte Tageszeit? Hast du Rituale? Wie ist das bei dir? Tja, wie genau ist die Situation, weiß man, kann ich gar nicht so generalisiert sagen. Aber ich sehe mich halt dann meistens doch sitzen draußen, schlimmes Schmuddelwetter. Und ich kann mich einmal entscheiden, gehe ich eine Runde laufen dann sitze ich da schön, habe den Computer vor mir und anders als viele andere, die dann plötzlich eine Blockade kriegen, löst sich bei mir dann alles. Also während des Laufens, ich habe auch während des Laufens alles Mögliche schon. Früher auch in meinem Führungsjob hatte ich auch ganz viele schwierige Probleme gefunden. Also nicht gesucht dann mehr, aber dann kam die Lösung plötzlich. Und da habe ich natürlich auch bei sowas, habe ich auch schon mal eine Fahrradtasche entwickelt. Die werde ich bei meinem nächsten Abenteuer benutzen. Die wird jetzt genäht gerade. Und ich habe aber eben auch da schon oft das Intro gefunden für mein Buch und den richtigen Schwung, den Einstieg. Und wenn ich dann nach Hause komme, schnell waschen, duschen, Kakao kochen und dann bin ich dran. Und dann läuft es auch gut. Und dann sitze ich auf dem Sofa, gucke raus aus dem Fenster, was eben vom Regen beschlagen ist und dann tippe ich in mein Buch. Und dann wird es auch lange, ein langer Abend. Und das macht dann auch wirklich Spaß. Wie gesagt, das ist vielleicht der kleinste Teil, ist das Tippen an sich, das los drauf los tippen. Die Arbeit kommt später, aber das ist tatsächlich eine schöne Sache, aus sich rausfließen zu lassen und sich dabei schon beinahe zu beobachten, wie das immer weiter rauskommt aus einem. Wo finden wir dich bei Social Media? Ja, ich habe zum einen habe ich ja eine eigene Webseite, ampelpublishing.de, die heißt halt, wie mein kleiner Verlag heißt, also Ampel wie Ampel, publishing.de, ist aber eigentlich nur ein Webshop für meine drei Bücher. Die soll es auf jeden Fall da eben auch geben. Und da wird dann verzweigt auf den Reiseblog abenteuerbaltikum.com und ansonsten noch bei Facebook, da heiße ich Ampel Publishing. Bei Instagram heiße ich Abenteuer Baltikum. Das ist leider nicht ganz einheitlich, aber ich glaube, man findet es. Und YouTube habe ich auch noch einen Kanal. Da gibt es dann den Abenteurer Guido Lange. Das heißt nun leider wieder anders. Da habe ich meine kleinen Videoschnipsel aus dem Handy mal zusammengeschnitten zu einem kleinen Film und da kann man sich ein paar Impressionen holen. Jetzt wäre es natürlich spannend zu wissen, wo wir dein Buch kaufen können, weil du hattest ja auch schon erzählt, dass da auch ganz viele Fotos drin sind, die du selber gemacht hast. Wo kann man dein Buch kaufen? Ja, das mit den Fotos, das ist tatsächlich so. Also man kann das lesen, das ist schön, die Leute hören auch wirklich gern zu. Aber es ist durch diese vielen Fotos, die also über die Hälfte auch ausmachen von dem Buchinhalt auf dickem Papier. Und diesmal bin ich richtig froh über die Qualität. Das hat sich alles gelohnt. Das gibt es in jeder Buchhandlung zu kaufen, in Deutschland, Österreich, Schweiz und Luxemburg. Weil ich habe tatsächlich, bin bei allen Buchgroßhändlern gelistet. Also auch in der kleinen Lieblingsbuchhandlung um die Ecke gibt es das. Und natürlich bei den großen Buchketten. Wenn das nicht vorrätig ist, dann kann der Buchhändler das innerhalb von 24 Stunden beschaffen. Also es ist ja seit diesem Jahr, dass ich bei allen drei Buchgroßhändlern drin bin. Und dadurch kann man das innerhalb von 24 Stunden beschaffen, das Buch Abenteuer Atlantik oder eben auch die beiden anderen. Und wenn euch das Buch gefällt, wäre es natürlich ganz toll, wenn ihr in der Buchhandlung sagen könntet, bestellt euch mal lieber noch eins und stellt es in eure Abenteurer-Ecke, denn ich kann mir vorstellen, dass das noch mehr Leute interessiert. Das wäre natürlich toll, wenn ihr das machen würdet. Ansonsten gibt es das, jede Buchhandlung hat einen Webshop. Es gibt die großen Plattformen von A angefangen bis Z, die das handeln, inklusive Amazon. Und es gibt es auch als E-Book und Hörbuch. Ja, das Baltikum ist sogar auf Englisch erschienen, auch als Hörbuch und als E-Book. Also da kann man tatsächlich eben auch lesen. Da gibt es bestimmte Flatrate-Leseangebote von den verschiedensten Leuten. Beim Hörbuch muss man auch nicht mehr so wahnsinnig viel Geld ausgeben. Es ist natürlich schön, wenn man das würdigt, aber man kann es auch einfach so hören und zumindest auch Probe hören. Also das ist alles erhältlich weltweit und da bin ich ganz froh drüber, dass ich das so weit verbreiten konnte auch. Was wünschst du dir von deinen Lesern? Ja, ich wünsche mir zunächst vor allem Rezensionen von allen, die es gelesen haben oder gehört haben. Weil wir Self-Publisher, die wir das alles selbst machen, da gibt es sehr viele von in Deutschland oder auf der Welt. Wir haben natürlich gegenüber den großen Verlagen nicht so ein Netzwerk wie die haben, die einfach das in Auftrag geben, ja, sondern wir hoffen wirklich darauf, dass es eine Einzelne liest, begeistert ist und dann
dann tatsächlich eine Rezension schreibt oder ein paar Sterne vergibt. Also Rezensionen und Sterne, die sind schon toll. Auch wieder dem Webshop der eigenen Buchhandlung oder eben bei den großen Firmen, also beides. Dann wünsche ich mir für meinen Abenteuerblog abenteuerbaltikum.com eine kleine, um keine Geschichte zu verpassen, eben ein Abonnement. Das heißt, man klickt auf Abonnieren und liest dann eben jeden Morgen die neue Geschichte, denn es geht ja bald wieder los. Am 6. Juni geht es auf große Fahrt nach Island und dann wird wieder jeden Tag getippt und einen Tag später spätestens wird wieder jeden Tag auch gelesen. Und den YouTube-Kanal kann man auch noch abonnieren. Ja, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Ich fand es super spannend, total interessant, weil, wie gesagt, ich habe sowas noch nie gemacht, du hast es gemacht und die Geschichte einfach mal von dir zu hören, wie das so ist, denke ich, ist auch für viele andere auch sehr interessant. Also nochmals vielen Dank und ich hoffe, dass du auch bald wiederkommst. Ja, ich komme gerne nochmal wieder. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke an alle, die bis jetzt dran geblieben sind. Das spricht für eure Plattform, euren Podcast und das spricht auch ein bisschen fürs Buch. Ich freue mich da sehr drüber und ich denke mal, wir hören uns wieder. Ja, ich wünsche dir heute noch einen schönen Tag und bis bald, Guido. Dankeschön. Ciao, Emilia. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.